Moin Leute, was geht? Mein Name ist Videogamescom auf der PlayStation 4 und ich bin einer der neuen Bosse auf YouTube und jetzt hört ihr mir mal genau zu. Ich habe heute fünf Gründe dargelassen, warum Cyber Corner eine Fotze ist. Und jetzt fangen wir mal an. Cyber Corner, ein YouTuber mit über 160.000 Abonnenten, ist eine Fotze, weil er aussieht wie Mesut Özil. Ich meine, du siehst aus wie ein Frosch, bei dem gerade ein 2,5 Tonnen schweres Auto auf den Körper gefahren ist und die Augen nach vorne gedrückt hat. Dein Blick erinnert mich ein bisschen an Joseph Ritzel. Das Zweite ist, dass du ein unmenschliches Verhalten auf YouTube darlegst, was absolut nicht zu tolerieren ist. Du beleidigst Leute als Schwuchtel, du beleidigst Leute als Hurensohn, als Fettsack, um dann Profit daraus zu ziehen. Absoluter Untermensch. Drittens, du hast dich mit Tanzverbot angelegt, einem YouTuber, der nur seine Meinung sagt, offenlegt, und du musst ihn beleidigen, nur weil er eine Zahnlücke hat? Schau dich mal an. Viertens, du bist eine unglaublich dünne Pussy. Du bist unglaublich dünn und unglaublich klein und deine Sprache, deine Wortwahl und dein ganzes Verhalten, dein ganzes Äußeres ist ein großer Witz. Ich meine, ich bin ja selber ein sehr schlanker Mensch, aber ich würde dich sowas von umhauen, das gibt's gar nicht. Und man kann deine Wörter und deine Sätze, die du benutzt, gar nicht ernst nehmen, weil man, weil Tanzverbot dich einfach umhauen würde. Und ich würde dich auch umhauen. Deshalb bist du ein Lappen. Viertens, du benutzt klickgeile YouTube-Titel, um Profit daraus zu ziehen. Du beleidigst die Leute. Und fünftens, ne? Du machst dich über andere lächerlich. Und das in einer Art und Weise, was absolut nicht mehr feierlich ist. Und solche YouTuber, die haben auf YouTube nichts verloren. Und deshalb werde ich dich melden auf YouTube. Bei YouTube persönlich. Ich werde eine E-Mail schreiben und das alles offenlegen, was du auf YouTube hier praktizierst. Und dann wird dein Kanal gesperrt. Dein YouTube-Money wird verschwinden. Und Tanzarmee und die YouTube Gamescom-Armee. Ja, wir werden da schon rechten. Und jetzt schreibt mal in die Kommentare, was ihr an der Fotze überhaupt übrigens so gut findet. Was soll der Scheiß? Warum feiert ihr einen Menschen, der gegen Schwule hetzt, der gegen Tanzverbot hetzt, der gegen andere Leute hetzt, der gegen kleinere YouTuber hetzt? Leute, lasst es euch nicht mehr gefallen. Ihr könntet was unternehmen, Leute. Die Zeit ist gekommen, um was zu tun, Leute. Edit mich auf der PS4. YouTube Gamescom ist mein Gamertag. Ist in der Videobeschreibung und auch im Videotitel zu sehen. Ja.